Weiter geht es mit den Karin Pigment Deco Brushes und in diesem Video wollen wir uns anschauen, wie sich diese Stifte auf Holz verhalten. Ich habe hier ein einfaches Stück unbehandeltes Kiefernholz, nicht zu glatt, nicht zu rau und wir schauen mal, wie sich die Farbe jetzt auf diesem Holz verhält. Ich nehme hier Blau als Grundfarbe und schreibe in diesem Fall dann natürlich mal das Wort Meer. Man sieht hier schon, mit dem ersten Pinselstrich oder Brushpenstrich, die Farbe deckt auf Holz sehr gut. Da bin ich wirklich positiv überrascht. Wir haben hier sofort einen richtig kräftigen Farbauftrag. Und trotz der einigermaßen rauen Struktur von dem Holz kommen wir hier recht gut entlang. Und ich muss sagen, das Ganze sieht wirklich gut aus. Auch hier würde ich jetzt die einzelnen Linien noch mal ein bisschen nachziehen, um da die Farbe noch kräftiger zu machen. Aber selbst mit dem ersten Farbauftrag haben wir hier schon sehr viel Farbe auf das Holz bekommen. Und vor allem haben wir eben ein richtig schönes Brush Lettering machen können und mussten jetzt nicht irgendwie mit der Focaligraphy oder ähnlichem nach und nach das Wort erst kreieren. Auch hier können wir uns nochmal anschauen, wie das Ganze jetzt mit einem Verlauf aussieht. Und da machen wir gerne mal was Verrücktes und nehmen zum einen mal etwas Grün, das wir von unten in das Wort geben. Und von oben können wir dann mal schauen, wie sich eine hellere Farbe verhält. So ein helles Eisblau hier. Und das können wir dann von oben auch in das Wort mit einarbeiten. Dazu gebe ich als erstes wieder grüne Farbe jeweils von unten an meinen Buchstaben und kann das Ganze dann mit der anderen Farbe zusammen wieder schön vermischen und schaue, dass ich dann auch hier oben wieder ein paar Pigmente hinbekomme. Und so lässt sich das Ganze auf dem Holz vermischen. Und wir haben einen richtig schönen Übergang. Da muss man immer mal schauen, mit welcher Farbe man jetzt aufträgt und mischt. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Farbe heller ist. Manchmal ist es auch einfach gefühlt eine andere Pigmentzusammensetzung, die dafür sorgt, dass man das eine besser mischen kann als das andere. Aber genau so können wir jetzt wieder das komplette Wort durchgehen, wie man es auch üblicherweise macht. Und so unseren Verlauf erstmal hier auf der unteren Seite wieder Step by Step auftragen. Damit haben wir schon mal die erste Seite und da schon richtig schön Verlauf. Und jetzt gucken wir mal, dass wir von oben das Ganze mit diesem hellen Blauen noch mal ein bisschen heller ergänzen. So, damit haben wir unseren Verlauf auch vollständig aufgetragen und ich finde, das Ganze sieht richtig cool aus und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass die Stifte mit dieser flexiblen Pinselspitze doch auf Holz, vor allem auf Holz, was jetzt nicht ganz glatt ist, so gut funktionieren, so einen guten Farbauftrag abliefern und es macht wirklich Spaß damit, Verläufe auf diesem Holz zu zaubern. Wie immer verlinke ich dir die Stifte auch nochmal in der Videobeschreibung. Dort findest du auch meinen Blogartikel, wo ich schon alle möglichen Materialien getestet habe und Fotos gemacht habe. Und ansonsten schauen wir uns im nächsten Video an, wie die Karin Pigment Deco Brushes auf Stoff funktionieren.